Das System läuft wieder. Mit voller Kapazität? Nein, der Schaden war zu groß. Irgendeine Spur? Nein, aber ein Schaden in einem Nordostkorridor. P.S. Bauer. Dad? Kim, wo bist du? Hallo, Jack. Was wollen Sie, Madsen? Ihnen sagen, dass ich Ihre Tochter habe. Ihr geht's gut. Sie Dreckschwein, wenn Sie ihr was antun... Was dann, Jack? Werde ich es büßen? Sterben? Die Zeiten sind vorbei, wo Sie mir befehlen konnten. Was wollen Sie? Ihre Tochter ist nur noch am Leben, weil sie schlau genug war, die Festplatte vor der Übergabe zu verschlüsseln. Jetzt muss ich sie entschlüsseln. Es gibt nur zwei Orte in Los Angeles, wo das schnell und ohne Datenverlust geht. Nummer 1, CTU. Wie Sie wissen, ist das System dort beeinträchtigt. Nummer 2, die Agentur in Los Angeles. Fahren Sie hin und erwarten Sie meinen Anruf. Und Jack, die Uhr läuft. Die folgenden Ereignisse finden statt zwischen 15 und 16 Uhr. Sein echter Name ist Joseph Sin-Chang, Halbkoreaner. Er ist Technikexperte in der Schaltkreistechnologie. Eine Verhaftung vor 6 Jahren für Einbruchdiebstahl auf Bewährung. Abgesehen davon scheint er sauber zu sein. Oder hat sich nicht erwischen lassen. Was wollen Sie, Madsen? Immer noch der alte Jack. Immer noch der gleiche patriotische Hurensohn. Sie riskieren ihr Leben für Leute, die sich einen Scheißdreck um sie scheren. Eins möchte ich wissen. Hat sich das gelohnt? Haben Sie nach all den Jahren erreicht, was Sie wollten? Ja. Warum glaube ich Ihnen das nicht? Ist mir egal, was Sie glauben. Ach ja? Ich habe Ihre Tochter. Um ehrlich zu sein, an Ihrer Stelle würde ich mir große Sorgen machen. Aber ich bin sicher, dass ihr das gefallen wird, oder, Jack? Wenn Sie etwas tun, sind Sie tot. Nur die Ruhe, Jack. Vor 8 Jahren haben Sie Ihre Chance nicht genutzt. Sie haben mich damals nicht umgelegt und werden es auch jetzt nicht tun. Selbst wenn Sie die Möglichkeit hätten. Und wissen Sie warum? Weil Sie sich nicht verändert haben. 8 Jahre und immer noch der Alte. Sicher, Sie spielen ein wenig nach Ihren eigenen Regeln, wie immer. Aber wenn sich der Rauch verzogen hat, liefern Sie Ihren Bericht bei denen ab, die Ihre Schecks unterschreiben. Hab ich recht? Vor 8 Jahren hing meine Familie nicht mit drin. Muss ich diese Grenze überschreiten? Was ist mit einem Prozess? Was ist mit unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist? Was ist mit all dem...